Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, wir sind soweit durch mit den Erleuchteten und nun wartet die Krähe in der mittleren Kammer, beziehungsweise vor der mittleren Kammer auf uns. Aber ich habe gesehen, hier ist noch ein Buch freigeschaltet worden von Kralta dem Erinnerer. Das könnt ihr euch gerne durchlesen, das ist jetzt ein bisschen viel. Ich denke auch mal, ich hoffe mal, dass das jetzt nichts hier mit der Quest direkt zu tun hat. Hinten leuchtet auch noch was. Unsere Geschichte, Teil 1. Zukünftige Kinder und Enkelkinder. Okay, könnt ihr euch auch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Haben wir ja sonst noch irgendwelche Bücher? Oder können wir uns da hinten? Natürlich. Ich wollte noch sagen, oder können wir uns jetzt darauf konzentrieren, hier die Aufgabe zu machen? Unsere Geschichte Teil 2. Ich hoffe, das ist dann der letzte Teil. Da stand übrigens auch was mit Schalidor drin. Ist bestimmt sehr interessant. Ich werde die ja alle mal im Nachhinein durchlesen bzw. mal vorlesen auf meinem Kanal Alpha Wölfin. Eure Ansitzwarte überblickt einen Berg von Errungenschaften. Ihr seid nicht länger ein Eindringling. Ihr habt die Flügel des Netsch, des Drachen, des Greifen und des Indrik geöffnet. Jetzt bleibt nur noch eine letzte Tür. Die unmarkierte Tür. Ist sie nun offen? Das ist sie. Und dahinter wartet eure letzte Prüfung zur Wiederherstellung der Skola. Ich werde eurer Prüfung vorstehen. Wie ihr euch vielleicht schon gedacht habt, bin ich die letzte Erleuchtete, die ihre Macht dem Schriftlehreraltar gewähren kann. Der letzte Flügel ist der eure? Der Flügel der Krähe. Als sie uns erstmals trafen, sagte ich, dass die Erleuchteten entscheiden werden, ob ihr Ulfsils Erbin seid. Jetzt steht ihr vor einer Prüfung, wie ihr sie noch nie erlebt habt. In der Nähe ist ein Echo von Ulfsild. Hört ihm zu und dann fliegen wir. Bitte was? Fangen wir an. Jetzt bin ich gerade ein bisschen aufgeregt. Wieso fliegen wir? Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt unglaubliche Dinge vollbracht. Durch euch lebt mein Werk endlich weiter. Schart Verbündete eures Vertrauens um euch. Wir werden sehen, ob die Krähe euch als würdig erachtet, ob ihr die Erbin der Skola seid. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Das ist eure letzte Prüfung? Die letzte Tür? Ja, sieht so aus. Hat die Krähe da etwa gesagt, dass sie eine Erleuchtete ist? Ich dachte, sie sei Ulfsils Vertraute gewesen. Aber vermutlich kann sie beides sein. Wartet, Moment! Herzlichen Glückwunsch! Ihr steht vor eurer letzten Prüfung. Ulfsild sagte, dass ich für diese Prüfung Verbündete um mich scharen dürfte. Möchtet ihr mich begleiten? Das ergibt wohl Sinn. Schließlich war das Portal hierher für zwei Personen bestimmt. Außerdem ist es meine Pflicht als Lampenritterin, euch in das Unbekannte zu folgen und euch vor den Gefahren darin zu beschützen. Ihr werdet mich also begleiten? Da liegt ihr verdammt richtig. Ich werde euch bis zum Ende beistehen. Auf jeden Fall. Ich kann kaum erwarten, was die Kommandantin der Jünger und Gildenmeister Galerion hier zu sagen. In Ordnung, gehen wir rein. Jetzt bin ich echt nervös. Ich muss dazu sagen, ich bin deswegen so nervös, weil der Epi mir schon gesagt hat, dass das letzte Rätsel wohl sehr kompliziert sein soll. Das muss die Domäne der Krähe sein. Unglaublich. Vielleicht verraten uns diese Echos mehr. Ja. Dürfen wir auch die Sachen mitnehmen? Das finde ich immer gut. Oh, hier sind so viele hübsche Urnen, wo man was drin verstecken kann. Vielen Dank, liebe Krähe, dafür. Ich weiß, es kann auch nerven. Ich nehme jetzt auch mal nicht alle mit, aber die. Was ist denn hier so am Leuchten? Nee, das ist nur die Dings. Das Ritual forderte alles, was ich hatte. Und mehr. Es hat funktioniert. Ich werde einen Teil von mir zurücklassen. Wird es für die reichen, die kommen? Wird jemand in meine Fußstapfen treten? Ich weigere mich zu glauben, dass all diese Arbeit umsonst war.
Ich sehe das jetzt erst. Da hinten auf dem Wasser sind überall... Ja, bei manchen sah das aus wie Sterne, aber eigentlich sind das so kleine Kugeln. Das sieht ja voll cool aus. Das ist hier unten... Oh, hier hat sogar jemand geschlafen. Also sie vermutlich, ne? Mein Erbe könnte von irgendwo kommen. Aus einer fernen Ära. Aus einer besseren Zeit, hoffe ich. Ich vertraue den Erleuchteten. Sie finden die richtige Person für diese Rolle. Jeder Versuch, die Skola zu retten, würde nur Sheogorath erzürnen. Soweit mir bekannt ist, wissen die Daedra-Fürsten nichts von den Erleuchteten. Ich muss diesen Ort versiegeln. Auch wenn es ist, als würde ich einen Teil meiner Seele wegschließen. Auf gewisse Art ist es wohl so. Diese Echos müssen aus Ulfsils letzten Tagen hier stammen. Sie sind so persönlich. Und leider ist keines von ihnen so lehrreich wie die, die sie in der Skola hinterließ. Ja, wenn das Teil der Prüfung ist, was wollen sie uns dann eurer Meinung nach damit sagen? Bisher bestärken sie nur, was wir bereits wussten. Ulfsild versiegelte die Skola, um sie vor Sheogorath zu beschützen. Es ist auch bewundernswert, dass sie das um der erleuchteten Willen tat. Und dann diese Sache mit dem Ritual. Ist euch das aufgefallen? Wisst ihr, von welchem Ritual sie sprach? Vielleicht war es das Ritual des Versiegelns. Etwas, das sie hinterlassen hatte, um die Skola zu beschützen. Sie beschrieb es als Teil ihrer selbst? Wartet! Die Echos, seht! Wohin zeigen sie denn? In die Mitte, würde ich sagen. Nee, hier vorne. Nein, spring doch darüber. Oh, haben wir hier Käse? Dürfen wir nicht nehmen. Okay. Fabel der Krähe. Die Krähe liebte das Reden und das Reisen und funkelnde Dinge. Nur einer im Wald antwortete auf ihren Ruf und war ihrem Verstand gewachsen. Warum sind die wieder in Rot? Wenn die jetzt gleich nicht mehr in Rot sind, das habe ich im Schummer beim Buch gesehen. Es war der Rabe, stattlich und einsam und weise dank seiner vielen Jahre. Es dauerte nicht lange, bis sie ein Herz und eine Seele waren und gemeinsam ein großes Nest bauten. All die Magie des Waldes gehörte ihnen. Die Krähe sammelte Glitzerkram, Geschenke ihrer Freunde in den Wäldern. Anfangs hatte der Rabe viele Fragen. Ich erkenne den Wert dieser Geschenke der Macht, aber was ist mit diesen Geschenken des Geheimnisses? Sie belohnen meine Neugier, antwortete die Krähe. Und diese Geschenke der Treue? Sie wurden mir gegeben, um mich zu schützen. Sie stärken unsere Freundschaft, erklärte die Krähe. Das ist eine Menge unerwarteter Großzügigkeit, stellte der Rabe fest. Meine Freunde sind mitfühlend. Es ist schön, Dinge zu teilen wie unser Nest. Hier ist mehr als genug Platz für uns und andere Dinge. Obschon der Rabe schnell das Interesse an derlei Kuriositäten verlor, sah er, dass sie die Krähe glücklich machten, und er beschwerte sich nicht, als sie diese Gaben unter ihrem großen Nest verstaute. Eines Tages erzählte der Rabe der Krähe, dass er überlegte, ob er ihr Nest vielleicht eintauschen sollte. Die Krähe war bestürzt. Wofür in aller Welt wollte ihr Rabe denn bitte ihr Nest weggeben? Und an wen? Er erzählte ihr, dass ein Fremder ihm dafür einen Stern angeboten hatte. Seine Augen funkelten mit einer Sehnsucht, die sie noch nie gesehen hatte. Der Rabe erzählte von den wundersamen Dingen, die er mit einem solchen funkelnden Geschenk anfangen konnte. Hatte sich etwas in ihm verändert oder war er schon immer so gewesen? Die Krähe war sich nicht sicher und sie konnte ihn auch nicht aufhalten. Sobald das Geschäft des Raben seines Anfang genommen hatte, gab es kein Zurück mehr. Der Rabe wusste, dass er Unrecht gehabt hatte. Er bot an, der Krähe so gut er konnte beim Umzug ihres Lagers unter dem Nest zu helfen. Aber die Krähe lehnte ab. Wenn die Geschenke ihrer Freunde unvollständig wären, wenn man sie sehen würde oder wenn eines davon in die Hände des Fremden fallen würde, könnte dies in einer Katastrophe enden. Also entschloss die Krähe sich, ihre Schätze versteckt und unter geheimer Bewachung zu lassen.
Sie rupfte sich so viele Federn aus, dass man daraus beinahe eine zweite Krähe hätte machen können. Oh, ich habe gerade Kopfkino von so einer nackten Krähe. Und ohne wirklich mitzubekommen, wie sie es anstellte, wurde Federkrähe nach ihrem Ebenbild geboren. Ein Wesen, das ihren Freunden des Waldes nicht unähnlich war. Die Krähe wies die Federkrähe an, sich inmitten der dunklen Blätter zu verstecken und ihre Geschenke zu bewachen. Die Krähe konnte ihr nicht widersprechen, dass sie zurückkehren würde. Versprechen. Sie würde diesen Ort verlassen. Ihre Federn würden nachwachsen, sie würde ein neues Nest bauen. Aus diesem Nest würden Küken kommen, gefüttert mit Erzählungen von großen Schatz der Krähe, von den Geschenken, die ihr ihre Freunde des Waldes gemacht hatten. Wo andere dunkle Blätter sahen, wurden die Küken die Federn ihrer Mutter erkennen. Aber Federkrähe stammte von Krähe. So viel sie auch darüber redeten, andere in ihr Nest zu lassen, wusste Federkrähe doch, dass es leer bleiben würde. Dann lass die Küken von anderorts kommen, beschloss die Krähe. Solange sie die Kraft haben, einen Schwur zu leisten, die Tugenden meiner Freunde im Wald zu verkörpern, werden ihre Geschenke und ihre Magie auch mit ihnen geteilt werden. Vielleicht hat es etwas mit den Echos und diesem Buch zu tun. Haben Sie noch mehr zu sagen? Ja, ich ahne so ein bisschen, wo drauf das hinausläuft. Ach so, Moment, die Echos. Ich soll gar nicht mit ihr reden. Was liegt immer vor euch, obwohl ihr es nie sehen werdet? Was kommt stets, kommt aber nie an? Das Dasein an sich ist ein Mysterium. Ein unerforschtes Gebiet, das sich vor euch erstreckt. Würdet ihr einen Eid schwören, es zu erkunden? Ich werde einen Eid leisten. Leistet euren Eid des Geheimnisses. Es kommt jetzt darauf an, nehme ich mal an, in welcher Reihenfolge das da drin stand. Gut, dass ich nebenbei eben ein Foto gemacht habe von der Seite. Also, sie hat von einem Geheimnis gesprochen. Neugier, Treue. Barmherzig zu sein, künftige Taten. Schützen, Großzügigkeit, mitfühlend. Also müsste jetzt in dem Fall theoretisch die Neugier sein. Ich schwöre dem gegenüber, neugierig zu sein, was kommen mag. Euer Eid ist geschworen. War das jetzt richtig? Also nur weil ich was geschworen habe, heißt das ja nicht, dass das richtig ist, automatisch. Güte ist wie der erste Schnee des Winters. Wenn man genug davon gleichzeitig bekommt, bleibt bald etwas davon erhalten. Wenn ich einst aus dieser Welt scheide, werde ich rückblickend nie wünschen, weniger gutmütig gewesen zu sein. Werdet ihr dasselbe schwören? Ich werde einen Eid leisten. Leistet euren Eid der Großzügigkeit. Also das zweite in der Liste war die Treue, wobei... großzügig hat sie jetzt gerade gesagt. Also müsste das dann sein, ich schwöre bis zum Ende meiner Tage, anderen gegenüber treu zu sein. Euer Eid ist geschworen. Oh mein Gott, es ist wirklich so einfach. Das hätte ich nicht sagen sollen, oder? Beziehungen verlieren ihren Wert nicht, wenn sie enden. Ihr könnt andere Personen auf andere Weise in euch tragen. Aber während sie andauern, bringt Loyalität Freunden gegenüber unendliche Freude. Wie werdet ihr schwören, sie zu respektieren? Ich werde einen Eid leisten. Leistet euren Eid der Treue. Also, neugierig hatte ich ja schon. Das nächste, was jetzt hier drin steht, war Schützen. Sie wurden mir gegeben, um mich zu schützen. Sie stärken unsere Freundschaft. Also vermute ich mal, jene zu beschützen, die mir am Herzen liegen. Ich schwöre, jene zu beschützen, die mir am Herzen liegen. Euer Eid ist geschworen. Ihr habt Potenzial. Nein! Aber ihr versteht noch nicht. Sollte jetzt etwas passieren? Lest noch einmal in der Fabel.
Vielleicht gibt es Verbindungen zwischen dem Namen der Erinnerung und einem Eid. Ja, aber so steht es doch hier drin. Geheimnis, Neugier. Geschenk der Treue. Dann zu schützen, das ist halt auch in Rot. Menge unerwarteter Großzügigkeit. Meine Freunde sind mitfühlend. Aber das war es nicht, oder? Ich hatte jetzt hier Neugierde, Treue und Schützen habe ich jetzt versucht. Da war doch auch noch, ja, einen Schwur zu leisten. Das ist halt das, was wir jetzt gemacht haben. Geschenke. Oder hat das irgendwas damit zu tun, was da noch drumherum steht? Geheimnisse belohnen meine Neugierde. Geschenk der Treue. Schützen. Also hätte ich, aber Großzügigkeit stand, glaube ich, jetzt nicht beim letzten drin, oder? Meine Freunde sind mitfühlend. Es ist schön, das zu teilen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Okay, also ich sage, ich hätte den Satz nicht sagen sollen. Ist es wirklich so einfach? Was liegt immer vor euch, obwohl ihr es nie sehen werdet? Was kommt stets, kommt aber nie an? Also das sind die Geheimnisse. Ja, das ist das, was ich meine. Geheimnis. Dann schwöre ich immer noch neugierig zu sein. Euer Eid ist geschworen. So. Ich glaube, das ist die Kombination tatsächlich. Güte ist wie der erste Schnee des Winters. Wenn man genug davon gleichzeitig bekommt, bleibt bald etwas davon erhalten. Wenn ich einst aus dieser Welt scheide, werde ich rückblickend nie wünschen, weniger gutmütig gewesen zu sein. Werdet ihr dasselbe schwören? Moment, Echo der Großzügigkeit. Leistet euren Eid der Großzügigkeit. Die Großzügigkeit? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Sie wurden mir gegeben, um mich zu schützen. Sie stärken unsere Freundschaft. Das ist eine Menge unerwarteter Großzügigkeit. Das gehört doch zusammen, nehme ich an. Das heißt, ich schwöre bis zum Ende meiner Tage, andere zu beschützen. Euer Eid ist geschworen. Beziehungen verlieren ihren Wert nicht, wenn sie enden. Ihr könnt andere Personen auf andere Weise in euch tragen. Das ist die Treue. Aber wer leistet euren Eid der Treue? Ja, ja, ja. Dann hätte ich die Treue beschützen müssen, wahrscheinlich. Auch wenn, also Treue schützen und Großzügigkeit. Ich weiß nicht, was dann mit Mitfühlen gemeint ist. Wahrscheinlich barmherzig wäre das dann wohl gewesen. Also das, was ich jetzt mache, ist falsch. Euer Eid. Ja, ja, ich weiß. Das war mir klar. Dann machen wir es anders. Ich hoffe, dass das jetzt die letzte Runde ist. So, das ist das Geheimnis. Leistet euren Eid des Geheimnisses. Ich gucke jetzt vorsichtshalber trotzdem nochmal nach. Beim Geheimnis müssen wir neugierig anklicken. Euer Eid ist geschworen. Ich hoffe, dass das jetzt so ist, wie ich das jetzt sage. Güte ist wie das ist die Großzügigkeit. Leistet euren Eid der Großzügigkeit. Die Großzügigkeit ist dann das Letzte. Also war mein erster Gedanke doch richtig. Und da steht, meine Freunde sind mitfühlend. Mitfühlend ist das Einzige, was ich hier dazu sagen kann. Ich schwöre bis zum Ende meiner Tage, anderen gegenüber barmherzig zu sein. Euer Eid ist geschworen. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt richtig ist. Beziehungen. Das ist dann Treue. Nicht, wenn sie leistet euren Eid der Treue. Und bei Treue steht hier, und diese Geschenke der Treue. Daraufhin hat sie nämlich gesagt, sie wurden mir gegeben, um mich zu schützen. Das heißt, ich leiste, wo ist es jetzt? Ich schwöre, jene zu beschützen, die mir am Herzen liegen. Euer Eid ist geschworen. Ihr versteht. Und ihr seid bereit, den nächsten Schritt zu tun.
Oh mein Gott. Ja gut, alle guten Dinge sind drei, ne? Aber im Endeffekt, ich habe es leider zu spät gesehen, dass oben drüber Großzügigkeit und Treue und so weiter stand. Es war genau das, worum es ja ging. Unser Weg vorwärts. Jetzt beginnt die wahre Arbeit. Was? Ich dachte, das wäre die Prüfung gewesen. Achso. Muss ich bei ihr auch alles machen, Scheiße. Willkommen in Labyrinthion. Zumindest in meiner Version dieses alten Labyrinths. Okay, da unten sehe ich auch noch ein Zeichen. Willkommen in meinem Nest, im Flügel der Krähe. Ich bin eine Erleuchtete, genau wie die anderen. Auch wenn ich bei weitem die Jüngste von uns bin. Derzeit fehlt meiner Fabel noch ein treffendes Ende. Ich hoffe, ihr und Nalia könnt das ändern. Warum habt ihr uns nicht gesagt, dass ihr eine Erleuchtete der Magie seid? Stockmauser, Sterbliche. Als wir uns erstmals trafen, konnte ich euch nicht einschätzen. Ich hatte viele Jahre in Einsamkeit verbracht, als Wächter, der jemanden anweisen wollte. Und nun sind wir hier. Ihr als würdige Erbin von Ulfsils Vermächtnis? Ich als Aufseherin bei eurer Prüfung. Seid ihr bereit, sie zu beginnen? Ich bin bereit. Was soll ich tun? Ich formte mein Reich zum perfekten Raum für eine Prüfung, basierend auf Schalidors Labyrinthion. Dort wird endlich bewiesen werden, dass ihr die seid, auf die ich gewartet habe. Zeigt, was ihr auf eurem Weg zur Beherrschung der Schriftlehre gelernt habt. Wir beginnen hier, in der Vorkammer der Erleuchteten. Welche Herausforderungen erwartet uns hier? Ulfsild nannte uns Erleuchtete. Magische Lichter in der Dunkelheit. Für dieses Rätsel müsst ihr zu Ehren dieses Namens Feuerschalen entzünden. Denkt einfach zurück an eure Zeit mit dem Drachen. Ihr wisst alles, was ihr braucht, um dieses Rätsel lösen zu können. Viel Glück. Dann fange ich an. Ich nehme an... Nee, die kann... Achso, ich muss erst mit dir reden. Ich nehme an, dass das, wenn sie sagt, ich soll an den Drachen... Nee, aber beim Drachen war das nicht mit den Kerzen. Ich hätte sonst gesagt, das ist dieses Gegenüber und dann Norden, Süden und dann untere Etage. Aber das, glaube ich, ist nicht so. Das ist atemberaubend. Labyrinthion, also zumindest das echte, wurde von Schalidor erbaut, um potenzielle Erzmagier auf die Probe zu stellen. Und jetzt sind wir hier. Die Krähe meinte, wir müssten ein Rätsel lösen, um weiterzukommen. Etwas mit den Feuerschalen. Das habe ich gehört. Und sie erwähnte den Drachen. Meint ihr, das ist wieder ein Rätsel? Bei Magnus hoffentlich. Ich wette, hier braucht ihr Ulfsilds Linse, um die Dinge ins Rollen zu bringen. Ich sehe mich um. Ich helfe euch gern, meine Freundin. Sagt einfach Bescheid, wenn ich die Flammen löschen soll, damit ihr von Neuem beginnen könnt. Dafür habe ich einen Zauber. Viel Glück. In Ordnung, gehen wir es an. Okay, also tatsächlich... Ich weiß nur gerade nicht mehr. Kann man die noch angucken? Das sind Questgegenstände, die schon weg sind, ne? Ich glaube auch nicht, dass wir die Bücher so gespeichert haben. Ich schau mal eben nach. Also gefunden habe ich nichts. Ich weiß nicht, dass die Tür ist kein Fokuskreis, nehme ich mal an. Können die da unten mal ein bisschen leiser sein? Flügel der Krähe betreten. Also sie meint ja, man sollte den Fokuskreis finden. Ach, der ist ja unten. Also ich habe ein Auge da hinten eben schon gesehen. Die Frage ist nur... Ja, sie hat gesagt, ich soll den Fokuskreis nutzen. Also machen wir das mal. Ist das hier ein Dungeon? Oder kommen die alle wieder, wenn ich die einmal erledigt habe? Das wäre natürlich doof. Hallo? Oh, nimm es doch an. Komm. Hallo. Ich bin doch hier unten.
Wir haben doch überhaupt gar keine. Wieso darf ich den nicht ansehen? Wovon werde ich hier immer entdeckt? Hier aber total kürre gerade. So, da hinten ist was. Das ist das Einzige. Oh, dieses Rätsel könnte die Lösung sein. Aber mehr sehe ich jetzt hier nicht. Aber da ist irgendwas. Im Dunkel der Nacht leuchtete das Licht hell, als das Feuer sich von Feuerschale zu Feuerschale ausbreitete. Leuchtfeuer magischen Lichts, magischer Macht. Die Erleuchteten haben allesamt Flügel. Im Dunkel der Nacht leuchtete das Licht hell vom Erleuchteten mit Federn und kleinen Flügeln. Hebt das Tor, sputet euch, die Erleuchteten haben alle Flügel. Manche haben Schuppen, manche haben Schwänze. Die Erleuchteten haben alle Flügel. Im Dunkel der Nacht leuchtet das Licht hell vom Erleuchteten. Also ist es egal, in welcher Reihenfolge wir das machen. Wir müssen nur schnell durch das Tor. Oder wie? Braucht ihr meine Hilfe bei etwas? Ja, aber du willst mir offenbar nicht geben. Wir versuchen es einfach mal. Sagen wir es mal so. Jetzt bin ich mir nur gerade nicht sicher. Wir sollten wahrscheinlich erstmal hier die ganzen Typen drumherum ausschalten, damit wir auch rumlaufen können. So, dann haben wir da eine Feuerschale, da eine Feuerschale. Der ist noch auf dem Weg. Der ist noch auf dem Weg. Dann ist das... Naja, die Kugel, die ist jetzt natürlich im Weg. Aber hier sind mehrere Feuerschalen. Ne? Die müssen wir alle anzünden. Das heißt, die machen wir jetzt erstmal alle noch weg. Der ist nach links gelaufen. Der ist nach hier gelaufen. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob das richtig ist, was ich hier tue, aber... Ach, Flamme des Netz. Schwerelos und stürmisch. Ah, Moment. Oder müssen wir die in der Reihenfolge machen, also anzünden, wie wir die gemacht haben? Das wäre jetzt natürlich blöd. Ach, der ist schon an. Hä? Flamme des Altars. Das Tor hat sich gerade geöffnet. Ihr habt es geschafft. Hä? Netsch und Altar, das reicht schon? Echt jetzt? Lauf, 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 lauf. Okay, also ich habe absolut keine Ahnung, aber Netsch und Altar war auf jeden Fall richtig. Ich dachte, wir müssten alle machen. Aber das ist wohl ein schneller Weg nach unten. Hallo, Freunde. Ihr sollt nicht direkt nach unten gehen. Ich helfe euch. Wo bist du denn? Da. Hi, Fuchs. Ihr seid es. Hallo. Ich bin es. Als der Greif mir sagte, dass ihr den Flügel der Krähe betreten habt, wusste ich, dass ihr mich braucht. Schließlich hat Ulfsild mir das gesagt. Ich soll euch bei diesem nächsten Schritt helfen. Ulfsild sagte, dass ihr mir helfen sollt? Ja, genau wie eure Ritterin sagte, sind wir nämlich ziemlich hoch oben. Der Weg geht auf der anderen Seite dieses Labyrinth-Abgrund-Dings weiter. Der Pfad, der dorthin führt, ist sehr schmal und unsichtbar und größtenteils durch Geruch erkennbar. Aber deshalb bin ich ja hier. Wie werdet ihr mir helfen, den Pfad zu finden? Unterwegs findet ihr mehrere Schutzzauber. Ihr offenbart und brecht sie und ich kann graben, 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 um den Weg zu zeigen. Ganz einfach. Denkt daran, wir müssen schnell sein und, seht nicht nach unten.
Dein Ernst jetzt? Ich soll, wenn ich das richtig verstanden habe, über einen durchsichtigen Abhang, also irgendwie eine durchsichtige Brücke laufen, mit hoher Geschwindigkeit, ohne zu wissen, wie ich laufen soll, und muss dann gleichzeitig noch die Zauber wegmachen? Habt ihr sie noch alle? Dann machen wir uns auf den Weg. Ich kann den Weg erschnüffeln, wenn ihr die Schutzzauber bannt. Graben, graben, graben. Fangt mit diesem Fokuspunkt an. Passt auf, wohin ihr tretet. Folgt mir genau und schnell. Was für ein Spaß. Ja. Kein Thema. Wäre nur besser, wenn er nicht so langsam wäre. Ja, und nu? Achso. Sag mir das doch einer. Jetzt mach! Es ist frei! Lauf! Will er mich verarschen? Achso, die anderen muss ich auch machen. Toll! Nun sollten wir es zur nächsten Plattform schaffen. Sag mir das doch einer. Oh mein Gott. Oh. Magnus sei Dank, fester Boden. War's das jetzt? Mit der ersten Hälfte sind wir fertig. Ja. Bereitet euch vor auf Teil 2. Okay, aber zumindest wissen wir jetzt schon mal, was wir machen müssen. Und dass es immer mehrere Schutzzauber sind. Bleibt dicht hinter mir und haltet Ausschau nach den Schutzzaubern. Ich soll nicht nach unten gucken, ne? Aber ihr dürft dieses wunderschöne Labyrinth anschauen. Ich darf das nicht. Da hinten komme ich nicht ran, ne? Da. Wir schlagen uns blendend. Weiter so. Boah, hab ich mich jetzt erschrocken. Hallo? Ich komme da nicht ran. Nalia, ich hoffe, du folgst uns wirklich auf dem Fuße. Noch eine? Es tut mir leid, Freunde. Wir sind fast da. Bald geschafft. Mhm. Alter. Oh, schon geschafft. Wir waren so hoch oben. Herrlich. Ihr wart toll. Und an diesem Punkt verlasse ich euch. Wie? Ich weiß, ihr schafft es. Viel Glück. Muss ich jetzt da durch? Achso, ja, jetzt wird's angezeigt. Okay. Ja, geh bloß nicht die Treppe hoch. Hallo? Wie es allerdings mit dieser Sache weitergeht, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.